Ich habe eure Schwester gefunden. So kann ich fassen, ich kann es nur gar nicht glauben. Ja, die Hauptsache ist erstmal, ihr geht's gut, habt ihr das gesehen? Ja, aber macht auch einen ganz, ganz lieben, netten Eindruck, ja. Auch ihr Mann, ne? Wie geht's gerade, Michael? Mir geht's aber schon euch, das ist ich mal sehr. Ich habe dann erstmal mit ihr allein gesprochen, da sie auch gar nichts über eure Geschichte wusste. Und das war natürlich viel. Und als ich das dann ein bisschen gesetzt hatte, haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir uns unterhalten. Das würde ich euch gern zeigen. Das ist lieb, danke, danke. Rena, jetzt haben wir ja schon ein bisschen geredet und du hast erfahren, um was es geht. Wie geht's dir mit der Neuigkeit, dass deine Geschwister dich suchen? Kannst du es beschreiben? Ja, einerseits ist es schön, weil man selber schon mal den Gedanken hatte. Mhm. Ja, aber andererseits ist es ja sehr aufregend für mich. Also es ist schon ja eine Sache, wo ich mich jetzt mächtig mit beschäftigen muss. Ja, deine Nase. Jetzt hast du ja ein bisschen mehr bereits gehört, dass die Umstände mehr als dramatisch waren. Michael, dein Bruder und Rita waren ja auch im Heim. Ihr wart alle im Heim. Hast du an die Geschwister noch irgendein Bild im Kopf oder irgendwas? Nein, gar nichts. Überhaupt nichts. Ich weiß nur, wo meine Adoptiveltern mich geholt haben den Abend. Das weiß ich. Da kann ich mich dran erinnern. Aber sonst gar nichts. Das ist ja auch normal. Bei deiner großen Schwester, bei Rita, ist in besonderer Erinnerung der Moment, als sie adoptiert wurde und sie sagt, sie sieht es noch vor sich, dass sie mit ihren Eltern, sie war in der Mitte, sich umgedreht hat und sie hat dich gesehen und sie konnte nicht verstehen, warum sie weggeht und du zurückbleibst. Das war, das glaube ich, das ist auch schwer. Das ist auch schwer, dann, das überhaupt zu begreifen. Ja, und ich glaube, das trägt sie so mit sich. Sie will diese kleine Schwester wiederfinden, die da hinter ihr steht. Wenn du das jetzt so hörst von deiner Schwester, wie sieht's in dir aus? Jetzt freue ich mich richtig. Ja. Einerseits ist man ja traurig. Man hat eigentlich 54 Jahre verschenkt. Indem man mit Geschwistern oder Schwestern hätte haben können. Bist du froh, dass das jetzt passiert? Ja, da bin ich froh. Weil das sind ganz liebe Menschen. Die wollen dich einfach auch nur im Leben haben. Auch lieb. Das glaube ich wohl. Das merke ich. Wie bist du denn aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Ja, ich bin mit 4 Jahren aus dem Heim gekommen. Meine Mama war Lehrerin, mein Vater war Ingenieurin. Ich habe noch einen Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich. Also mir hat es an nichts gefehlt, muss ich sagen. Wir waren viel im Urlaub gewesen. Ich habe dann irgendwann meinen Lieblingsberuf eigentlich erlernt, bin OP-Schwester geworden. Dann habe ich irgendwann in der Lehrzeit meinen Mann kennengelernt. Und dann sind wir im März nach Berlin gezogen, 87. Und im Juli kam unsere Tochter dann zur Welt. Erzähl mal ein bisschen, wie lebst du heute? Ich lebe seit über 20 Jahren hier in Rauderfehn. Das ist in Ostfriesland mit meinem Mann Joachim. Wir haben eine Tochter, die heißt Bettina und ist jetzt 33 Jahre alt. Meine Tochter, die wohnt nur 1 Kilometer von mir weg, weil wir sehr familienverbunden sind. Und mein Ausgleich ist mein großer Garten, wo ich dann schalten und walten kann, wie ich will. Ja. Hast du irgendwelche Erinnerungsstücke oder Fotos? Von damals? Mhm. Von den Geschwistern? Nein, überhaupt nichts. Ich habe nur da an der Wand von mir das Kinderfoto. Ansonsten überhaupt nichts, gar nichts. Nein. Möchtest du gerne Fotos sehen? Ja. Von dir und deiner Schwester? Ja, das ja. Das sind du und deine Schwester damals. Ja, die X-Beine, das bin ich. Das sehe ich. Aber das andere will ich nie. Dass man da aufgewachsen ist, ne? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm war. Tut mir sehr leid.
gut. Wir haben ein besseres Leben gekriegt. Und jetzt kommt auch ein besonderes Bild, weil das sind deine lieben Geschwister, die dich suchen. Das sind Michael und Rita. Nein, ne? Gibt's nicht. Nee, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch in dem Alter erlebe. Nach so vielen Jahren. Rena, jetzt, wo das so ist, wo das so ein bisschen Gestalt annimmt tatsächlich, wie kannst du dir eure Zukunft vorstellen? Auf alle Fälle wird Handy, WhatsApp, Telefon, wird sich wahrscheinlich die nächste Zeit heiß laufen. Ich dächte schon von meiner Seite, dass wir in engen Kontakt halten werden. Also zusammenwachsen wird toll. Ja, weil da sind so viele Jahre auseinandergegangen. Die können wir nicht mehr aufheben, aber solange jeder noch gesundheitlich das kann, würde ich sagen, sollte man das machen. Schön. Hallo, ihr Lieben, Rita und Michael. Ich glaube, unser Treffen wird super schön ausfallen. Ich freue mich riesig, meine zwei großen Geschwister, ich als kleine Schwester, euch kennenzulernen. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viel zu erzählen und ja, miteinander zu bereden. Endlich haben sie noch. Endlich. 55 schon. Glücklich? Ich kann sogar nicht fassen. Ich auch nicht. Das ist so unglaublich. Rita, Michael, heute ist ja ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ja, der größte. Wir könnten aber noch einen draufsetzen. Denn eure Schwester ist da draußen. Nein. Und wartet auf euch beide und will euch in die Arme nehmen. Oh nein, wirklich, ja. Ihr könnt jetzt zu eurer Schwester gehen. Jetzt sofort, ja. Sofort. ...55 Jahre nach den dramatischen Ereignissen in der Familie und im Heim werden sich die drei Geschwister nun endlich wiedersehen. Oh, ihr drei. Was für ein schönes Bild. Geht's dir auch gut? Ja. Schön. Da hatte ich nicht so mit gerecht. Also, ich habe einen großen Bruder. Und eine Schwester wieder. So soll's sein. Das ist der Moment, wo ich euch alles Gute wünsche. Von ganzem Herzen. Danke. Alles Gute. Und danke für eure Bemühungen. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke für deine Mühen. Ganz lieben Dank. Mittlerweile laufen die Drähte wirklich heiß. Die drei Geschwister telefonieren täglich und sehen sich so oft es eben nur geht. Darüber bin ich sehr glücklich. Zurück zu Benny, der ebenfalls eine schwierige Kindheit im Heim hinter sich hat. Er sucht sehnsüchtig nach seinem Vater Mike, den er nie bewusst kennengelernt hat. Lukas aus meinem Team ist nach Hattstedt in Schleswig-Holstein gefahren. Er will dort herausfinden, ob die Adresse, die wir recherchiert haben, noch korrekt ist. Bennys Vater Mike soll in der Nähe von Husum leben. Vor über 25 Jahren wurde Benny unter dramatischen Umständen von ihm getrennt. Thank you.
Also ich suche die Nummer 6. Hier ist die 2. Naja, dann wird das die 4 sein und dahinter die 6. Das ist die 4. Hier macht jemand Turnübungen. Ich höre schon Lärm aus der Garage. Vielleicht ist das ja schon Mike. Ich gehe einfach mal hin. Hallo? Hallo, Entschuldigung? Moin. Moin. Hallo, Entschuldigung. Wir sind von Sat.1, von Bitte melde dich. Ja. Sind Sie Mike Brennecke? Ja. Sind Sie am 10.08.1967 geboren in Wriezen? Ja. Dann habe ich Sie gefunden. Okay, worum geht's dann? Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Vielleicht können wir darüber in Ruhe irgendwo sprechen? Ja, geh mal hoch dann. Ja? Ja, machen wir. Okay. Alles klar, dankeschön. Ja, dafür nicht. Das ist dein Papa. Der sieht fast so aus wie Ege. Wie sieht's aus in dir? Er geht gleich komplett durch den ganzen Körper. Ja? Ja. Aber er hat das gleiche Hobby wie ich. Motocross fahren. Ja. Ja. Lukas hat sich dann mit ihm zusammengesetzt. Einmal durchatmen und gucken? Mhm. Okay, dann machen wir das. Mike. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich dich gefunden habe. Du sollst wissen, dein Sohn Benjamin, der sucht nach dir. Was bedeutet dir das? Eine ganze Menge. Denn das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war er 1,5 Jahre vielleicht. Also ich freue mich echt tierisch. Man hat mir schon gefehlt früher. War schon nicht einfach zu der Zeit. Wenn du jetzt an ihn denkst, was sind das so für Erinnerungen, die da hochkommen? Schöne Erinnerungen. Ich war mit bei, wo, als er auf die Welt kam. Ne? Als erster seine großen Kulleraugen gesehen, ne? Also das war. Ich hab den noch überall mit hingeschlüpft. Egal wo es war, Benny musste mit. Wenn er krank war, lag er bei Papa auf dem Kissen. Also das. Schöne Zeit. Ja. Wäre schon schön gewesen, wenn ich ihn hätte großziehen können. Ich hätte lieber die ganze Zeit mit ihm verbracht. Ne? Hätte lieber gesehen, wie er groß wird. Wie er seine Schule abschließt, wie er seine Lehre macht. Vielleicht irgendwann mal Enkelkinder. Wäre auch nicht schlecht. Das wäre schon mal. Was ist denn damals passiert, Mike? Wie kam es dazu, dass dein Benny ohne dich aufgewachsen ist? Naja, eigentlich ist das eine kurze Geschichte. Ich war damals auf Montage immer arbeiten. Und dann bin ich mal 2 Tage früher von Montage nach Hause gekommen, weil wir fertig waren. Naja, und dann machst du die Tür auf, ne? Und dann schnarcht nicht nur einer, dann schnarchen da 2, ne, im Bett. Und dann kriegst du noch die doofe Antwort, denn wenn man fragt, was da los ist. Warum ich schon nach Hause komme, ne? Also, wie gesagt, ich hab's ja bei Fremdgehen erwischt und dann hab ich meinen Koffer gepackt. Und dann weggegangen. Dann war ich mit ihr durch. Das ist ja nun die eine Seite, dass deine Partnerin dich da betrogen hat. Die andere Seite ist ja, dass ich Benny nicht mehr. Viele können sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Ihr hättet Benny gerne bei mir gehabt. Weil ich wollte ihn ja auch zu mir haben. Und dann hab ich dann versucht, eben halt den Lütten damals zu kriegen. Übers Jugendamt. Aber keine Chance. Keine Chance. Die haben sich so stur gestellt. Du hast ja eigentlich nur auf die Nase gelegen, wenn du bei den Ämtern warst. Für mich ist das unverständlich. Ich weiß, wie leid das ist, wenn man nur einen Elternteil hat. Mein Vater ist auch gestorben, da war ich 7 Jahre alt. Also von daher ist das schon schwer. Und bei ihm hat ja nur beide Seiten gefehlt, die Mutter und der Vater. Hat es nicht einfach gehabt, glaube ich. Vielleicht hat sie auch immer als 5. Rad am Wagen gefühlt, ne? Weil keiner da war. Nicht gut. Bennys Kindheit war nicht leicht. Er ist ins Heim gekommen. Dann kam die Pflegefamilie. Das war ja ein langer Weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Macht mich traurig, ne? Dass er es so schlecht hat. Echt. Tut schon weh. Die verlorene Zeit kann ich ihm nicht wiedergeben. Ne? Aber wir können noch mal von vorne anfangen. Er kann jederzeit kommen.
hierher und dann kann er von mir aus bleiben, wenn er das will. Mike, vielleicht kannst du kurz erklären, wie du heute lebst. Ich lebe hier in der Nähe von Husum, nicht weit von Dänemark, mit meinen beiden Kindern, Melanie und Vivian, die ich alleine großgezogen habe. Vivian ist 17, Melanie ist 18. Ansonsten sind wir auch viel unterwegs, durch Vivian, durch ihr Hobby, durch das Motocross-Fahren. Das ist schon sehr zeitintensiv, ne? Arbeiten tue ich als Mädchen für alles. Das ist ein Haus- und Gartenservice, von Pflasterarbeiten über Renovierung. Also eigentlich querbeet. Ne? Ich bin hier zufrieden eigentlich. Ne? Ihr könnt sich besser treffen können. Der Benni hat ein einziges Foto von sich und dir, Mike, das er sich jeden Tag anschaut. Ich zeig dir das mal. Da bin ich jetzt gespannt. Er ist nicht wahr. Pausbäckchen, Segeluhren. Dass er das noch hat? Das staune ich auch. Das war eine meiner besten Zeiten überhaupt, als er noch zur Welt kam. Ne? Schade, dass ich für ihn nicht da sein konnte. Ne? Ich habe überhaupt keine Fotos von ihm. Ne? Ich habe ja gar nichts von ihm. Das kriegst du nicht wieder. Beeil dich jetzt. Ich habe noch ein Foto für dich. Noch eins? Gut. Auf dem Foto ist er nicht allein. Das ist dein Sohn Benny, sein Sohn Colin und die Mama Gina. Das ist ja echt der Hammer. Kann ich auch nicht abstreiten, dass er nicht von mir ist, echt. Und sein Sohnemann, genau dieselbe Haarfarbe. Sein Sohnemann sieht genauso aus wie ich als Kind. Hauer, hauer, hauer. Ja, die Familie wird immer größer, ne? Und ich kann für beide da sein, das ist wichtig. Hallo, Benny. Ich bin dein Papa, Mike. Das ist schön, dass du mich gesucht hast und jetzt gefunden hast. Und ich kann dir zwar die Jahre nicht zurückgeben, die wir versäumt haben miteinander, aber du bist jederzeit hier willkommen. Zu jeder Zeit und Stunde. Die Tür steht dir jederzeit offen. Und ich freue mich, wenn wir uns endlich persönlich sehen können. Wie sieht's in dir aus? Schön. Bist du erleichtert? Ja, definitiv. Es ist wie, als wenn ein Riesenfels einfach runterfällt. Einfach nur schön. Benny, heute ist dein Tag. Denn dein Papa wollte dich so schnell wie möglich sehen. Und dein Papa wartet auf dich. Der ist hier. Und ich kann dich zu ihm bringen. Wollen wir das zusammen machen? Gut, dann komm mit. No more running, no more hiding, no more hurting, no more crying, no more trouble, no more sighing, no more falling, no more striving. Benny und Mike sind nun kurz davor, sich wieder in die Arme zu schließen. Beide sind sehr nervös vor ihrem großen Moment. Benny, es ist soweit. Dein, euer großer Moment ist da. Du kannst jetzt zu deinem Papa gehen. Bist du groß geworden, Bart? Komm her. Mann! Ich liebe dich, Papa. Ich hab dich auch lieb, Kleiner. Alles gut, Mann. Alles gut. Nein, ich komme bis hierher. Ich lass dich nicht mehr los. So langsam tut mir der Arm weh. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Du fährst Motocross, du kannst das ab. Ich nicht. Nicht? Nee, deine kleine Schwester fährt. Ja, so wie ich auch. Aber die ist schön. Hi. Benny lernt auch seine kleine Schwester Vivian kennen. Schön, dich zu sehen. Kommt noch jemand? Hey.
Jetzt siehst du mich wieder. Und so wie der Opa auch. Hallo, Mike. Ja. Das ist meine Frau. Guck mal, Lili. Guck mal, das ist dein Opa. Opa. Oh mein Gott. Gib mal fünf. Guck mal, das. Wie macht Papa immer? Ich freue mich sehr, euch alle zusammen zu sehen. Und besonders freue ich mich für dich, Benny. Genießt die Zeit miteinander. Tschüss, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Bitte. Wenig später geht Benny wieder seiner großen Leidenschaft nach. Diesmal jedoch nicht allein. Die ganze Familie ist heute mit auf der Rennstrecke. Man merkt sofort, der Motorsport liegt Benny, Schwester Vivian und Vater Mike im Blut. Und Benny bekommt endlich auch mal wieder Ratschläge vom Papa. Ist es wieder zu doll? Noch zu doll, ne? Besser nicht. Ja, das ist besser. So kannst du fahren. So kann ich jetzt fahren. So kannst du fahren. Der 28-jährige Benny ist hochmotiviert und will seinem Vater sein Können auf der Strecke zeigen. Wenngleich er mit seiner kleinen Schwester nur schwer mithalten kann. Das ist einfach nur schön zuzugucken, ne? Wenn sie beide dasselbe Hobby teilen. Die kleine Schwester ist schneller wie der große Bruder. Macht Spaß. Also ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie so mal wirklich so passiert, dass ich mit jemandem in meiner Familie habe, der mit mir das gleiche Hobby hat. Ich finde es einfach nur unbeschreiblich und ich finde es schön und bin stolz auf meine große Schwester. Danke. Benny hat nun das, was er sich immer gewünscht hat. Eine liebevolle Familie. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Benny, Rita und Michael endlich wieder zu ihren Liebsten finden konnten. Ihre Geschichten haben aber auch gezeigt, wie groß und verantwortungsvoll die Aufgabe ist, unsere Kinder in liebevollen Verhältnissen aufwachsen zu lassen. Sicher gibt es viele Heime, in denen aufopferungsvoll versucht wird, den Kindern ein schönes Zuhause und ein bisschen Nestwärme zu geben. Doch die Fürsorge und die Liebe der eigenen Eltern ist durch nichts zu ersetzen.